Ja, jetzt ist unsere Themsin hier 12 Wochen und 5 Tage alt und hat ihren Bruder Twix zu Besuch. Da sieht man jetzt zuerst mal, der Twix erkundet erstmal die Umgebung. Es wird nicht gleich drauf losgespielt, sondern die gucken erstmal, wo sie sind. Dann gibt es hier eine kleine Annäherung. Und lauter kleine Bocksprünge, so fangen sie jetzt hier an zu spielen. Und dann ist ganz spannend, jetzt hat die Themsin ihren Bruder eine Woche nicht gesehen. Jetzt guckt die erstmal, wer warst du nochmal? Wer bist du? Da gehen sie so ein bisschen umeinander rum. Das sieht schon echt aus, wie erwachsene Hunde das machen. Es ist echt ganz spannend, dass die Welpen da auch das schon so drinnen haben, ne? Sich so erstmal auszukundschaften, zu beriechen, zu gucken, wer ist, und erst dann kann es eben ins Spiel geben, wenn man sich nochmal rückversichert hat, wer der andere nochmal war. Ab der 12., 13. Woche gibt es dann auch schon mal Rennspiele und nicht nur Beißspiele, wobei natürlich die Beißspiele im Prinzip schon auch noch überwiegen, aber die fangen jetzt eben auch schon an mit Rennen. Kommen vom Alter her auch schon so ein bisschen in die Rang- und Rudelordnungsphase. Die fängt mit plus minus 16 Wochen an und die kleinen Terrier, die sind da oft schon ein bisschen schneller dabei vom Alter her. Man sieht ja, die messen auch schon ganz schön, wer stärker ist, ne? Es liegt mal der eine unten und mal der andere. Auch da wird noch mal geguckt, wer warst du noch mal? Und das Spiel ist jetzt ganz leise, ohne groß Knurrerei. Ja, also der Originalton ist noch drin. Das heißt, da hört man nichts und so lange kann man das Spiel auch laufen lassen. Wenn die jetzt laut würden, würde ich die rausrufen. Jetzt hat es die Themsin geschafft, ihren Bruder auch mal unter sich zu begraben, wenn auch nur kurzfristig. Und das ist eine sehr schöne Beschäftigung für kleine Terrier, ne? So Papier auseinanderreißen. Kisten ausräumen, das ist natürlich was, was denen echt große Freude macht. Genau, und da habe ich sie jetzt aus einer Spielsituation rausgerufen. Ne? Dann werden sie eben kurz belohnt und das Spiel unterbrochen, damit sie dann einfach auch nochmal in die Konzentration und in die Entspannung reinkommen und nicht buchstäblich aneinander hochgehen. Ne? Das möchte man natürlich nicht, deswegen wird das Spiel auch gemanagt. Und dann sieht es nachher in der Sonne dann auch irgendwann recht gechillt aus, dann sind die Herrschaften nämlich müde und können sich dann auch hinlegen. Hier haben wir nochmal einen Schopfhundespaziergang gemacht. Verzeihung, ich muss sagen, Schopfhunde- und Sheltie-Spaziergang. Da war es relativ warm, deswegen sind die Hunde auch etwas gechillter unterwegs. Da hat der Themsin besonders gut die Leine von Carrie gefallen, die sie immer wieder auch aufgenommen und rumgeschleppt hat.
Da gibt es immer mal kurze Spielattacken, aber so ganz haben sie sich noch nicht angenähert. Also das wird sicherlich noch was, aber im Moment noch nicht. Hoppla, genau. Und auch da hat sie ihr die Leine wieder angetan. Ist ja zu meinem Missfallen. Aber solange sich die Carrie nicht bewegt und die Leine sich nicht bewegt, ist alles gut. Tja, da führt der Terrier den Sheltie spazieren. Jetzt haben wir die Woche drauf ganz arg geübt, dass sie das nicht mehr macht, beziehungsweise dass sie andere Hunde nicht an irgendwelchen Leinen führt oder rumzieht. Und auch da unterbreche ich das gleich, beziehungsweise ich versuche sie rauszurufen, damit sie das nämlich eben nicht macht und nicht die ganze Zeit an der Leine hängt. Und so sieht es dann abends aus. Bis bald.